Hallo Hertha-Fans, bester Ligastart aller Zeiten. Wir haben bisher alle Bundesliga-Heimspiele gewonnen und gegen Bremen bleibt es hoffentlich auch so. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier. Andreas Zecke Neuendorf, Berliner Legende, aktuell Trainer der U15 bei Hertha. Zecke, was macht der Nachwuchs? Sind da schon Helden von morgen in deinen Reihen? Ja, einige. Also ich denke, bei Hertha, da kann man sich auf einige Helden für die Zukunft freuen. In meiner Mannschaft haben wir ein paar gute, aber wir haben auch bei den anderen U17, U16, U19, da sind auch richtige Topspieler mit bei U14, U13. Also wir haben genug Superspieler in Berlin. Zu den Profis, es läuft sensationell. Was ist drin in der Saison? Ja, also ich habe irgendwie gelesen, Leipzig hat gesagt, wir können nicht mehr absteigen. Ich denke, mit dem Abstieg werden wir vielleicht auch nicht so viel zu tun haben. Ja, wenn man sagt, man lernt aus Erfahrung, dann sollte man vielleicht mitnehmen, sich nicht von den Oberen da wegschubsen zu lassen und tolle Heimspiele. Wir haben eine Serie zu Hause, noch nicht verloren, nicht mal unentschieden. Die sollten wir vielleicht versuchen zu halten. Zuletzt, was sagst du zur Hertha Heldenelf der Fans für das Spiel gegen Bremen? Super Wahl. Ich muss echt sagen, meistens so, der Hertha-Fan hat immer ein gutes Auge oder Gespür für die Situation, wer gerade gut drauf ist. Klar, Schieber ist ein Wahnsinnsstürmer, würde wahrscheinlich überall Nummer 1 sein, aber ich denke, wenn Vedat Ibisevic jetzt wieder spielen kann, dann ist er da halt auch gesetzt. Aber wir haben auch so, also alle Jungs, die jetzt gerade spielen, ob es ein Lustmerger ist, alle, die jetzt reinkommen und ihre Sache gut machen. Also wir stehen nicht umsonst da, sondern es ist die Arbeit der vielen guten Spieler, die wir bei Hertha haben. Danke, Zecke. An all die, die dies noch nicht gemacht haben. Stellt eure 11 Helden auf. Ja, Zecke, wir sollten los. Wir sichern uns schon mal Plätze für das Spiel gegen Bremen.